Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Patrapol, Beziehungscoach, Psychologe. Und wir verfolgen ja schon seit längerer Zeit die Soap-Opera rund um Kate Koslowskaja und Julian Zietlow und den Kühnamen, seinem Kumpel, wie die sich geschlagen haben und die Freundin gewechselt haben. Also feinster Hinterhof, Advents, Weihnachts, Trash. Und ja, scheinbar hat jetzt der Kühnam, ich vermute mal nach den berühmten 100 Tagen ist er, oder noch weniger, der Kate einen Heiratsantrag gemacht. Und wir schauen da mal rein. Ich kann da wahrscheinlich, weil da viel Musik drin ist, es nur teilweise zeigen. Also man sieht hier, dass ein Ring, ich weiß gar nicht, irgendein Schmuck wird in Kaminofen gekippt, alles hochdramatisch. Und dann könnte man das denken, er schmiedet jetzt den Verlobungsring, aber es sieht dann doch Standard Verlobungsring. Ja, man sieht irgendwelche dramatischen Aussagen, wie irgendwelche nächtlichen Überfahrten übers Meer mit dem Boot, und alles ist natürlich Drama, 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 Drama. Und ich habe da auch einen ganz schönen Kommentar gesehen am Schluss, den wollte ich da auch gerne nochmal vorlesen, den fand ich eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Moment. Ja, da schreibt jemand, das heißt jetzt so die Sucht nach Aufregung, nach Drama, es muss immer das nächste heftige Ding passieren, die nächste Ankündigung, das nächste heftige Tattoo, die nächste Überraschung, der nächste Schock, die nächste Plant Medizin Session, weiter, 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 Hauptsache weiter Aufregung ins Nervensystem bringen, Ruhe, Rückzug, keine Aufmerksamkeit, wurde ja auch gerade mal für 3 Tage ausgehalten. Auch Drama und Excitement kann ziemlich süchtig machen. Bin gespannt, was nach dem Antrag kommt. Immer wieder den Adrenalinschub toppen wird irgendwann schwierig. Also das hätte ich nicht besser sagen können. Ich wünsche dir nur das Beste, und es macht ja auch kurzzeitig Spaß, so ein Leben zu leben. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ne? Es macht Spaß, wenn man so, nur diese Hormone halten halt nicht ewig an, und danach kommt dann halt meist unweigerlich was anderes wieder, was nicht so schön ist. Aber trotzdem von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Und ja, ich würde einen großen Betrag drauf wetten, sehr großen Betrag drauf wetten, dass es nie zustande kommt. Aber kurz, so eine Wettbörse gibt es leider nicht. Ich denke, warten wir mal die 200 Tage ab, und dann könnte ich mir vorstellen, haben wir schon ein ganz anderes Bild. Wir kennen das ja, kennen wir ja zu Genüge aus diesem Kanal, dass diese Beziehungen immer nach dem gleichen Muster verlaufen. Und eine Freundin zu haben, die OnlyFans macht, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber wenn man so easy und frei ist, wie die alle mal sagen, ist das natürlich alles überhaupt kein Problem. Ne? Da stehen die natürlich drüber über solchen Kleinigkeiten. Okay, genau, wenn ihr mehr von solchen Adventstrash auch gerne mal haben wollt, oder Weihnachten oder zwischen den Jahren Trash, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Abo da, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.